Hallo Nietchen, ich sag mal guten Morgen, entsprechend sehe ich halt auch aus. Es war ein langes Wochenende, es war Halloween-Party am Freitag, das Bild habt ihr ja bei Facebook gesehen. Dann war gestern eigentlich so Gammeltag angesagt und dann wollte ich abends eigentlich auf den Geburtstag, der ist abgesagt worden, der Gastgeber ist krank geworden und das an seinem Geburtstag oder am Tag, das war sehr ungünstig. Naja, und Entschuldigung. Auf jeden Fall hat mich dann noch ein Kumpel angehauen, dann bin ich mit ihm und seiner Freundin irgendwie noch Billard spielen gewesen und danach haben wir noch einfach ich unverbesserlich, also Despicable Me 2 haben wir geguckt. Ich habe mir fast in die Hose gemacht vor Lachen und dann habe ich irgendwie um 2 oder 3 den Bus nach Hause genommen und ja, entsprechend müde bin ich halt. Und was halt gestern auch noch passiert ist, ne, Mitbewohnerin Svenny, die musste noch auf eine zweite Halloween-Party und brauchte noch ein Kostüm. Und ich habe sie dann irgendwie noch geschminkt, so ein bisschen Bollywood-mäßig irgendwie. Ich hatte dann noch so ein Kostüm. Und in meinem Kopf war das so, ja, jetzt bist du ja fertig mit Schminken. Und dann war es irgendwie 20 vor 9, um 9 sollte ich abgeholt werden. Ja, Moment, aber du hast ja nicht dich selber geschminkt. Nee, hatte ich nicht. Ja, dann musste ich mich irgendwie innerhalb von 20 Minuten anziehen und schminken. Und was ich da gemacht habe, weil das einigermaßen frisch und nett aussah, habe ich gedacht, das machen wir so als Rahmenhandlung irgendwie. Und ich fange mal an mit dem Augenbrauenstift, den ich, glaube ich, vergessen habe. Tatsache, ich habe ihn vergessen. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ich habe auch noch die Sachen fürs Aufgebraucht-Video geholt. Die hatte ich natürlich wieder in meinem Zimmer vergessen. Das heißt, ich drehe auch gleich noch ein Aufgebraucht-Video. So. Ich glaube, ich fange aber, bevor ich mit irgendwas anderem anfange, fange ich an, mir mal die Haare zusammenzubinden mit dieser wunderniedlichen kleinen Spange. Achso, Fingernägel habe ich vorhin auch lackiert, habe sie mir grandios an der Strumpfhose wieder ruiniert. Es ist so ein typischer Sonntag irgendwie. Ach ja. Wie war denn euer Halloween-Wochenende? Seid ihr losgezogen oder habt ihr euch verkrochen? Ich habe eine Freundin, die hat es mit. Was hat sie es verglichen? Mit Karneval. Wobei ich Halloween irgendwie ein bisschen gemütlicher finde, muss ich sagen. Da ist ja nicht die ganze Stadt in Aufruhr. So. Großartig. Ich glaube, ich schaffe es heute nicht mehr, dass ich in den Spiegel gucke und sage, yay. Ach, naja. So, ich hatte mir ja irgendwann mal von Flomar diesen Augenbrauenstift hier geholt in der Nummer 401. Und ich habe festgestellt, dass mir der von Essence in 04 Blond, dass der mir auch sehr gut gefällt. Ich male mir die mal auf. Augenbrauenstifte swatchen ist jetzt nicht so das Einfachste. Die sind ja relativ hart. Ich male die mal eben nebeneinander, dann könnt ihr das mal für euch vergleichen. Ich finde die extrem ähnlich. Ich weiß gar nicht, ob man da in der Kamera überhaupt einen Unterschied sehen kann. Der untere ist jetzt der von Essence und der obere ist der von Flomar. Und da ich ja jetzt nicht mehr so viel nach Köln komme, aus gegebenen Umständen, bin ich natürlich froh, dass ich den gefunden habe und den benutze ich jetzt auch mal. Den von Flomar habt ihr ja letztes Mal gesehen. Es gilt übrigens wie immer, wir hängen einfach nur ein bisschen zusammen rum. Ihr werdet hier nichts Großartiges lernen, außer wie ich irgendwie versuche, mein Gesicht aufzumalen. Ich mache das auch echt immer irgendwie. Also. Das hat irgendwie keine spezielle Bewandtnis. Ja, Halloween war echt witzig. Wir wollten uns ja, also es gab so viele Pläne und im Endeffekt ist es an kaputten Autos gescheitert, die irgendwie in Rostock verreckt sind, an ja, dann Zusagen und dann doch keine Zusage und irgendwie, ja, war das alles ein bisschen merkwürdig. Aber davon lässt man sich ja den Spaß nicht nehmen, man ist ja flexibel. Und ich habe es dann doch noch geschafft. Eigentlich wollte ich ja als Völlerei gehen. Ich hatte das Tutorial von Claire de Luz hatte ich mir angeguckt und war halt völlig begeistert. Und die Palette hatte ich ja auch geschenkt bekommen. Und das wäre natürlich optimalski gewesen. Ich habe dann halt versucht, sieben, genau, sechs andere Todsünden zu rekrutieren. Und ich hatte halt auch erst ein paar Zusagen, aber
Das hat dann alles nicht mehr, doch nicht mehr hingehauen. Da war ich ein bisschen traurig, aber dann habe ich es geschafft, zumindest. Entschuldigung, ein bisschen Frosch im Hals. Ich habe es dann zumindest geschafft, noch drei andere Mädels dazu zu holen, dass wir die vier Reiter der Apokalypse machen. Also die Interpretation, wo es halt Krieg, Hunger, Pestilenz und den Tod gibt. Also es gibt ja alle möglichen Varianten. Claire de Lys macht ja, glaube ich, gerade Conquest. Also das ist halt die englische Variante. Und naja, auf jeden Fall. Der Tod und die Pestilenz hatten halt diese Autopanne, die besagte, und waren halt echt erst viel zu spät wieder da, und dann ging das auch alles nicht mehr. Und ich hatte einen Tisch reserviert, was man in der Kneipe, wo ich hingehe, eigentlich überhaupt nicht kann. Das wird halt nur so gemacht, weil ich halt lieb gefragt habe, und dann sind wir auch noch zu spät zum Tisch, und Gott, oh Gott, war das ein Chaos abends. Es war glorios. Aber es hat richtig Spaß gemacht, und Kumpel von mir, der ist halt auch noch dazugekommen, der ist als Joker gegangen. Und er war ein großartiger Joker, weil er halt auch diese abartige Lache so gut drauf hat. Ach Gott, ich habe mich totgelacht mit dem, aber mit dem ist es eh immer so witzig. Und dann haben wir irgendwie, er hatte dann vormittags sowas wie einen Soundtrack für den Abend rausgesucht. Den verlinke ich euch mal. Den singe ich jetzt nicht. Wir haben ihn nämlich gut zum Besten gegeben in der Kneipe. Haben uns da auch ganz schön zum Löffel gemacht, glaube ich. Aber wir fanden es super, und damit war das völlig legitim. So, was ich mir neu gekauft habe, letztens, aus der Mirror Mirror von P2. Und zwar das Augenbrauengel für Blonde. Da. Jetzt nur blond. Dank dieses Augenbrauengels habe ich übrigens festgestellt, also so sieht das bisschen aus, dass ich hier auf der Seite, da fehlt mir ein komplettes Stück Augenbraue. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber da habe ich keine Haare. Gar nicht. Also so, pff. Also ich habe mir da auch nie ein Piercing rausgerissen oder so. Das ist ganz merkwürdig. Naja, aber das Schöne an diesem Augenbrauengel ist, es macht halt nicht so fiese, fiese Flecken irgendwie. Das Bürstchen ist ganz gut. Und wenn ich mich halt wieder so ein bisschen daran gewöhnt habe, so ein Kram zu benutzen, dann sieht das bestimmt auch irgendwann echt passabel aus. So. Naja, und die paar zarten Härchen, die ich da habe, die sind halt auch nicht besonders widerspenstig. Das heißt, zum Halt geben brauche ich das nicht wirklich, sondern eher zum Tönen des nicht vorhandenen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Gibt es noch jemanden unter euch, der sich halt mehr oder weniger komplett auf Augenbrauen aufmalen muss, weil er nicht so richtig welche hat? Ich beneide die Menschen, die das nicht tun müssen. Es macht mir ja Spaß, aber kann ich aber irgendwie gut drauf verzichten, ne? So, als Mascara. Ich habe mir überlegt, welche nehme ich denn? Und ich habe zu beiden in letzter Zeit häufiger gegriffen. Das war die hier. Die hätte ich ja von Carmen geschenkt bekommen. Und die habe ich mir neu, Nina Nunana, nachgekauft. Und die mag ich eigentlich echt gern. Und ihr wisst ja immer, wie ich bei Mascara aussehe. Das ist immer zum Schießen. Ich habe letztens bei Facebook ein Bild gesehen. Von einem kleinen Panda, und darüber stand, wie Mädchen sich mit und ohne Mascara fühlen. Und erst war halt ein normaler Panda da, und die Mädchen ohne Mascara oder Mädchen ohne Mascara fühlen sich halt wie ein Panda ohne diese schwarzen Flecken um die Augen. Und der Panda sah halt echt so geil aus. Ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht. Das war großartig. Ja, wir waren ja gestern Abend Billard spielen, und ich war, glaube ich. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht aktiv daran erinnern, dass ich überhaupt schon mal Billard gespielt habe. Und ich war grandios scheiße. Also das erforderte sehr viel Selbstironie, da nicht auf diesen Billardtisch einzuschlagen. Aber zum Glück war ich auch ein bisschen zu müde für sowas. Nein, ich schlage ja nicht auf fremde Möbel ein, aber ihr wisst, was ich meine. Dass man sich denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe neben die Kugel gehauen, ich habe die anderen Kugeln mit dem Kö angedingst, während ich versucht habe, mich zu positionieren. Ich habe die Kugeln meines Mitspielers versenkt. Das war fantastisch. Also, das war der helle Wahnsinn. Ja. Und das Bescheuerte ist, wir waren ja zu dritt, und dann hat erst das Pärchen gegeneinander gespielt. Dann habe ich gegen sie gespielt, und zum Schluss
zum Schluss gegen ihn. Und bescheuerterweise bin ich als Sieger aus dieser ganzen komischen Runde rausgegangen. Aber auch nur, weil er die schwarze Kugel zum Schluss versenkt hat, bevor er es durfte. Deswegen habe ich gewonnen. Also ich war der schlechteste Spieler am Platz und habe dann irgendwie auch noch diese komische Runde gewonnen. Also wäre das eine Sportübertragung gewesen, ich glaube, die Zuschauer hätten mich arg ausgebuht. Naja. Ach Gott, und das Peinliche war halt auch, das war halt nicht irgendwie in einer kleinen Kneipe, so im Hintereck, wo dann halt so der Billardtisch mal steht, sondern das war halt wirklich so ein Billardcafé. Das heißt, da standen irgendwie bestimmt 10 Tische, an denen auch echt gut was los war. Was mache ich hier eigentlich gerade? Nee. Also es war auf jeden Fall echt gut was los und auch viel Publikum und die zwar auch alle selber gespielt haben, aber ich stand da halt in dieser Billardhalle als blutiger, schlecht koordinierter Anfänger. Es wäre mir lieber, wäre es leer gewesen, glaube ich. Also das war schon ziemlich, ziemlich peinlich. Naja. Aber meine Mitspieler haben es auf jeden Fall mit Humor genommen. Aber es war, wie gesagt, auch echt nett. Ich war echt fertig gestern und dann wurde angeschrieben, hier Billard, die und die Uhrzeit, wir holen dich ab. Jo, geht klar. Und das sind so die typischen Entführungen, die dann halt auch richtig Spaß machen. Wo man halt nicht groß planen oder überlegen muss, sondern da wird einfach eingesackt und fein ist. Habe ich euch eigentlich schon mal gezeigt, welche Wattestäbchen ich immer benutze? Das sind die hier. Ich mag nämlich nicht, wenn Wattestäbchen einen Plastikschaft haben. Ich habe immer das Gefühl, dass, ich weiß nicht, bin von der Qualität dann immer nicht ganz so überzeugt. Und ich meine, mein Gott, wenn man die aus Pappe herstellen kann, warum sollte man da extra Plastik für anrühren? Scheiß Drecksrotzmüll. Ja. Ja, und die sowas noch nie von mir gesehen haben, das ist der Grund, warum ich nie Mascara zuletzt auftrage, wie das alle anderen Menschen tun. Ich würde mir damit jedes Augen-Make-up komplett versauen. Und auch Tipps und so weiter, es funktioniert alles nicht, es macht mir alles keinen Spaß, ich will das so. Ich will das einfach so machen und da in Ruhe vor mich hindödeln. Ja, naja. Achso, und ich entferne das hier damit, den habe ich irgendwann mal im Ausverkauf geschossen. Der ist halt ölfrei, das heißt, wenn ihr damit das Mascara-Massaker korrigiert, dann habt ihr danach nicht so einen Ölfilm und könnt danach ganz normal weiterarbeiten. Das ist ganz cool. So, Mascara und Augenbrauen, das ist immer das Wichtigste. Also ohne das gehe ich einfach nicht raus. Da müssen die Leute dann auch unten warten und irgendwie noch eine rauchen oder so. Aber das ist mir egal, so ohne das gehe ich nicht raus. Dann kommt meine geliebte Nisha BB Cream in der Nummer 13. Die habe ich ja von der Beauty-Hexe mal bekommen. Und die ist jetzt, ich weiß nicht, ob man sie als halb leer bezeichnen kann, aber auf jeden Fall muss ich mich langsam aber sicher mal mit dem Gedanken der Beschaffung befassen. Und das ist so ein bisschen blöd, weil ich ja nichts im Internet bestelle. Ich überlege schon, wen ich da anstiften könnte. Ich könnte Jess mal fragen. Bestellt die nämlich eigentlich auch immer irgendwie übers Netz und dann könnte man ja irgendwie eine Sammelbestellung machen. Nur ich muss da langsam mal echt in die Hufe kommen. Denn bis so ein Zeug angeliefert ist, wenn man jetzt nicht irgendwelche wilden Expressbestellungen macht, das dauert ja auch immer so oberewig, bis die dann da sind. 6-7 Wochen oder so, wenn die halt wirklich aus Asien kommen. So. Ich möchte ganz kurz, ich habe sie mir hingestellt. Applaus bitte für dieses organisatorische Talent. Ich muss jetzt nicht noch einmal aufstehen. Ja. Achso, und jetzt habe ich auch einen schönen Schritt vergessen, den ich sonst eigentlich immer mache. Den hole ich jetzt aber nach. Das dürfte eigentlich nicht so das Ding werden. Ich will mal kurz die Pfoten sauber machen hier. Und zwar benutze ich, das hatte ich von Frau von Tüsk, also von der Frau Bipunk, in meinem Geburtstagspaket. Und sie hat es da reingepackt, um mich ein bisschen zu ärgern. Aber
Ich hau mir das so gern auf die Klamotten. Scheiße. Nein, also, ja. Also es kommt da so ein bisschen merkwürdig rausgeschossen irgendwie. Das ist jetzt auch viel zu viel. Das ist halt so eine Silikonpaste. Das ist irgendwie wie so ein Primer. Und was ich damit mache, ich gebe mir das immer genau hier hin. Es darf halt nicht zu viel sein, sonst wird das so ein bisschen schmierig. So. Der Rest landet im Tuch. Und ich nehme das auch sonst nirgends im Gesicht, sondern wirklich nur unter den Augen. Denn ich habe festgestellt, wenn ich das tue und anschließend einen Concealer rauskrame, zum Beispiel, ja, die habe ich jetzt zum Geburtstag gekriegt, die Concealer-Palette von Catrice beispielsweise, da nehme ich natürlich immer nur den hellsten Ton, alles andere passt nicht. Ich nehme dafür so ein kleines Make-up-Schwämmchen. So, und wenn man das nämlich auf diesen Retuschierer gibt, also bei mir ist es so, wenn ich dann das richtige Maß finde, ich bin bei Concealer noch nicht so geübt, wenn ich da das richtige Maß finde, dann lässt er sich super gut verteilen, krabbelt nirgendwo hin, also nicht in die nicht vorhandenen Fältchen und sieht einfach den Tag über länger gut aus. Also ich bin, ja, dadurch, dass ich ja unter der Woche immer um 5:45 aufstehe, und natürlich ab und zu einfach, ja, aussehe wie um 5:45 aufgestanden, ist das schon eine feine Geschichte. Wie gesagt, also der gehört wirklich zu meinen, wenn wir jetzt mal ganz kurz so einen Favoriten einschieben, der gehört wirklich, den benutze ich jetzt immer. Jeden Tag. Ja, wenn ich ihn nicht vergesse. Aber spätestens beim Concealer merke ich dann, dass ich ihn vergessen habe. Das Zeug ist relativ teuer. Ich habe bei DM mal geguckt, ich glaube, das kostet irgendwie 11 oder 12 Euro. Ich muss mal gucken, wie lange mir das hält. Wenn das super, super lange hält, wie viel ist jetzt noch drin? Kann ich gar nicht sagen. Wenn das super, super lange hält, dann lohnt sich das ja auch. Aber ja, also den mag ich echt ganz gern. So, wir haben BB-Cream, wir haben Concealer. Dann folgt bei mir immer Puder. Im Moment benutze ich ganz viel das hier. Das ist aus der Snowkist. Die 010 Ice Princess, da ist so ein bisschen, ich weiß nicht, könnt ihr die Kuhle schon erkennen? Ja, wahrscheinlich nicht. Da ist so ein bisschen Schimmer drin und den sieht man auf der Haut aber nicht als einzelne Schimmerpartikel, sondern die Haut sieht einfach, also es ist gepudert, ihr habt alles gesettet, aber es sieht halt nicht ganz so krass so aus. Ich sehe gerade, es ist auch echt wieder Zeit für eine Gesichtsmaske. Meine arme Haut wurde ja an Halloween so angespachtelt. So. Oh, das Tageslicht hier ist aber auch echt fies. Bei mir im Zimmer ist es so ein bisschen gnädiger. Scheiß die Wand an. Entschuldigung. So, dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir das Rouge aus der Oktoberfest-LE genommen und anscheinend tierisch drin rumgerührt. Also das hier, ne, das kennt ihr. Dann habe ich da so ein bisschen mit meinem Evelyn-Pinsel drin rumgetupft. Und anscheinend ein bisschen rabiater, denn es sieht ganz schön angefressen aus. So, und ich mache immer das hier. Dabei geht mir nicht so viel Produkt verloren, ich habe aber auch nicht so ewig viel auf dem Pinsel. So, und dann habe ich mir das einfach nur so ein bisschen hier auf die Wangen gehauen. Ein bisschen weiter außen. Ein bisschen lebendiger aussieht. In der Kamera sieht das ja furchtbar unverblendet aus. Ich bin ja noch dabei! So. Das Rouge hier so weit hinten aufzutragen, das habe ich auf einem Foto von der Ophelie gesehen. Hi! Und ja, da musste ich an die Technik musste ich mich erstmal rantasten. Also da bin ich irgendwie nicht so gut mit klargekommen am Anfang. Ich habe das nicht so richtig hingekriegt. Aber mittlerweile. So. Dann gehe ich da immer noch mit einem Puderpinsel drüber. So, und was ich dann mache, wenn ich eigentlich schon T plus 2 Minuten, also wenn ich schon im Verzug bin, dann nehme ich mir nochmal den Rougepinsel und gehe hier so rüber. Das bringt so ein bisschen, ich kann das gar nicht erklären, aber ich mag das unglaublich gerne leiden. Da kommt dann so ein,
so einen Hauch Farbe auf die Augen. Und wenn euch das Rouge so ohnehin gut steht, wie das bei mir der Fall ist, dann sieht das so ein bisschen lebendiger im Gesicht aus. Also ich mag das ganz gern. So, und das ist im Endeffekt das, was ich gestern Abend innerhalb von, weiß ich nicht, 11 Minuten veranstaltet habe. Natürlich ohne das ganze Gelaber, deswegen ging es ein bisschen schneller. Der Vollständigkeit halber mache ich mir jetzt nochmal einen Lippenstift drauf. Und zwar habe ich mir, also gegriffen habe ich mir aus der Hollywood's Fabulous 40s die 1003 Marlene's Favorite. Das ist so der, wenn ich eigentlich nicht geschminkt bin, Lippenstift irgendwie. Dabei finde ich die nicht mehr wirklich unauffällig, aber die ist so nett. So. So sieht sie dann aus. Ja. Kann ich euch noch irgendwas zeigen? Ich habe hier gerade meine Kiste stehen. Ich habe hier noch. Die beiden habe ich mir auch noch irgendwann geholt zwischendurch. Da war ich echt Verpackungsopfer. Also die Farben sind ganz schön. Ich finde die Lidschatten auch ganz gut. Aber das war wirklich der Verpackungen wegen, sozusagen. So, und wenn ich so weit bin und immer noch ein bisschen Zeit habe, dann haue ich immer noch mal eine zweite Schicht Mascara oben drauf. Dafür nehme ich jetzt einfach mal die. Muss dabei tierisch aufpassen, weil ich ja Patz-Else bin. Ja, dann sind auch alle Puderreste, die vielleicht Katzenhaar, die vielleicht auf den Wimpern gelandet sind, sind dann auch weg. So. Ja, das, so. Ich muss nämlich heute noch los und mein Auto holen. Weil ich das Freitag brav habe stehen lassen, wie man das so tut. Wenn man vorhat zu trinken, sollte man das Auto stehen lassen. Das habe ich dann auch getan. Und heute ist Sonntag und er steht da immer noch, weil ich gestern nicht dazu in der Lage war, oder mich nicht dazu in der Lage gefühlt habe, ihn zu holen. Aber das wird langsam Zeit, sonst weint Golfi ja auch. Ja. So, und jetzt mache ich gleich noch das Aufgebraucht-Video. Und wir sehen uns gleich. Tschüss.